Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Skywars, wie nennt man das? Slime. Der Skywars Slime-Modus. Der Modus, in dem alle die heftigsten Knockback-Items der Welt haben. Ich würde sagen, wir fangen direkt an hier, Freunde. Beim letzten Mal haben wir es geschafft zu gewinnen mit den Knockback-Items. Und danach habe ich nochmal versucht, irgendwie ganz normale Skywars hier zu spielen. Ja, mit ganz normalen Schwertern und sowas. Das hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Ich würde sagen, wir spielen es erstmal wieder normal mit den heftigsten Knockback-Items, Freunde. Und Doppelsprung. Und danach versuchen wir vielleicht nochmal eine Runde einfach, ja, nur mit Schwert und Rüstung zu gewinnen. Mal gucken, ob das klappen wird. Wir sind auch schon 10 von 12 Spielern, das heißt, die Runde geht hoffentlich gleich los. Aber vorher, Freunde, falls ihr mehr von Skywars sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Okay, die Runde geht auch schon los. Für die Leute, die nicht wissen, was das hier für ein Modus ist, ist es ganz simpel erklärt. Beziehungsweise ich habe es dadurch eigentlich gerade schon erklärt, durch was ich alles da, ja, weiß ich gerade, ich kann kein Deutsch. Durch alles, was ich gerade gesagt habe. Und zwar hat man hier Doppelsprünge und die heftigsten Knockback-Items. Zum Beispiel hier Knockback 3 auf der Angel. Schneebälle, die ziehen die Gegner an mich heran. Slimeblöcke, keine Ahnung, was ich damit soll, Freunde. Hier haben wir den Punch 1 Bogen, das ist auch nicht das Heftigste. Aber ich zeige euch das einfach mal. In der Mitte haben wir meistens noch ein paar stärkere Items. Deswegen gehen wir mal hier hin, und zwar sowas wie Knockback 10. Ja, da ist es auch schon direkt perfekt. Und zwar haben wir hier jetzt Knockback 10 drauf. So, den Slime Launcher nehmen wir auch mal mit. Und damit können wir hoffentlich... Bam. Ah, toll, der ist nicht hier hochgekommen. Ich dachte, ich kann ihn direkt runterkicken. Damit können wir zum Beispiel hoffentlich den Typen hier vorne jetzt... Ah! Oh mein Gott, ich hab's verkackt, da drauf zu springen. Ich will euch das Knockback 10-Item zeigen. Warte, passt auf. Zack, wir springen hier hin. Müssen nur den Typen hier einmal hitten. Ich treffe ihn nicht. Dann den hier. Bam! Und da... Oh, der hat sich natürlich mit dem Double Jump gesaved. Dann fliegt der Typ 10 Kilometer weit weg. Ich glaube, hier ist das ein bisschen blöd, damit zu fighten. Weil hier können sich alle Leute ganz gut wieder saven. Oh Gott, ich habe einen Typen jetzt noch hinter mir, glaube ich, oder? Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Zack. So, und da muss ich ihn am besten in der Luft hitten. So, dann kann er nämlich keinen Doppelsprung machen. Komm schon. Und natürlich ist er auf der Insel gelandet. Oh mein Gott, da war jemand hinter mir. Komm, flieg runter. Komm schon, Mate. Jawohl, und? Und? Er konnte sich nicht saven. Ich glaube, der ist down. Der Typ hier gerade killt mich aber leider fast. Habe ich jetzt den Kill bekommen? Jawohl, okay. Ich dachte schon, der hat sich noch gesaved. So, zwei andere Spieler noch. Oh, ich habe zwei Kills sogar gemacht gerade. Ist die Frage, habe ich irgendwas zu essen? Ja, da. Ich muss ganz kurz was essen hier. Ein anderer Spieler noch. Den habe ich da rechts gerade auch schon gesehen. Vielleicht gewinnen wir ja sogar die erste Runde direkt. Das wäre natürlich heftig. Da vorne ist er. Der hat eine verzauberte Chestplate. Okay, das ist heftig, Freunde. Zack. Und ich muss am besten hier irgendwo fighten, weil ansonsten... Der lootet da jetzt die Chest, ich glaube es nicht. Ich kann natürlich auch versuchen, ihn normal zu killen mit dem Schwert. Ich glaube, das muss ich sogar machen gerade. Oh, wobei, wenn er jetzt wegspringt... Bam, komm schon. Bam. Oh nein, er ist auf der Insel gelandet und hat gerade einen Goldapfel gegessen. Warte, ich zeige euch mal die Schneebälle hier. Zack, so. Und ich dachte, er fliegt dadurch runter. Komm, komm schon. Und, jawohl, ich glaube, er ist down, Freunde. Kann er sich noch irgendwie saven? Nein, wir haben direkt die Runde gewonnen, Freunde. Nice, allererste Runde, allererster Sieg. Läuft auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann versuchen wir uns einfach nochmal an der Challenge, die ich das letzte Mal auch in diesem Modus hier versucht habe. Und zwar spielen wir jetzt ganz normal Skywars hier. Aber alles, was wir benutzen dürfen, ist halt nur ein Schwert, einen Bogen und Schneebälle. So, das heißt, wir spielen mehr oder weniger normale Skywars. Die Schneebälle sind natürlich immer noch ein bisschen anders, aber ansonsten spielen wir halt normale Skywars. Es wäre natürlich nur cool, wenn ich eine Chestplate kriegen würde, ne? Ansonsten wird das hier nichts. By the way, Freunde, wundert euch nicht, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen rot im Gesicht, ja? Also, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich werde nicht langsam zu einer Tomate, aber ich glaube, mir hat vielleicht ein Dingens, ich weiß nicht, ob mir da eine Mücke ins Gesicht gestochen hat, einfach so, während ich geschlafen habe oder sonst was. Auf jeden Fall hat das irgendwie gejuckt und dann kam ich auf die smarte Idee, da zu kratzen, und jetzt ist es einfach nur rot. Und ja, ich habe erst überlegt, ob ich jetzt nicht aufnehme deswegen, aber ich dachte mir so, nee, komm, ich kann jetzt nicht wegen so einer Kleinigkeit die Aufnahme skippen. Es wäre cool, wenn ich mal, ja, dankeschön, wenn mal Leute gegen mich kämpfen würden hier. Bam, der ist schon mal down. Oh, was, der hat 8 Goldäpfel? Junge, wo hat der die denn her? Kann der Typ da oben mal aufhören, mich ich bin tot. Ach, komm, ich muss jetzt leider... Ah, ich habe die Challenge eigentlich verloren jetzt. Ich habe dieses Slime-Launchpad genutzt. Aber ich wollte jetzt nicht direkt sterben, Freunde. Egal, komm, weiter geht's. Bam. Ich will auch jetzt nicht gegen den Typen da verlieren, der den heftigsten Bogen der Welt hat, by the way. Hier haben wir Knockback 5. Egal, komm. Ich brauche immer noch eine Chestplate, ist das Problem. Vielleicht gibt er mir ja eine Chestplate eben. Seine Chestplate zum Beispiel. Ich darf jetzt nur nicht von ihm runtergekickt werden, weil er hat... Ich bin tot, oder? Habe ich irgendwas, um mich zu saven? Ne, ich bin tot. Hi, da ist noch jemand mit mir den Tod geflogen. Ich glaube, das war sogar mein Kill, oder? Ich weiß es nicht. Zwei Kills haben wir gemacht. Hier sind einfach zwei Premates in der Runde. Pikachufu und Pikachuku. Ich frage mich, ob die jetzt auch noch Team. Das wäre natürlich nicht so nice. Ja, jetzt weiter geht's mit der Challenge. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der auf sowas kommt. Ich spiele Skywars mit den heftigsten Knockback-Items. Und was mache ich? Ich nutze die Knockback-Items nicht. Ist irgendwie ein bisschen dumm, aber keine Ahnung. Ich will es irgendwie machen. Es ist immer noch lustig, meine
Gegner, Doppelsprünge und alles. Und viele rechnen auch gar nicht damit, wenn ich sie ganz normal mit dem Schwert angreife. Ja, die wundern sich dann so, hä, wieso killt er mich mit dem Schwert? Lol, ich dachte, er nutzt die Knockback-Items hier. So ging es zumindest mir letzten Part. So wie der hier. Oh nein, der Slime hat mich aufgehalten. Komm schon. Zack. Und in der Luft, jawohl, Leute, in der Luft gekillt. Diese Doppelsprünge sind einfach mega nice. Kann ich das stacken? Nee, leider nicht. Ich kann nur wiederholen, ich fände es cool, wenn es mal Bad Wars mit Doppelsprüngen geben würde. Mir hat jemand gesagt, dass es hier, glaube ich, auch sowas gibt. Ja, die Spielmodi auf dem Server hier, die rotieren ja immer durch. Oh, der kommt schon. Okay, der stirbt auch schon so. Die rotieren ja immer durch. Hoffentlich kommt dann demnächst auch irgendwann Bad Wars mit Doppelsprüngen. Das würde ich auf jeden Fall direkt testen, wenn das da ist. Ich hoffe, ich kriege das dann mit. Da geht gerade noch jemand auf mich. Ich will aber erst den Typen hier vorne ganz gerne killen. Zack, komm schon. Immer diese Hits in der Luft sind ganz geil. Bam. Und, nein, der hat sich Jump Boost gegeben. Jetzt ist er, glaube ich, ja, jetzt hat er die heftigsten Doppelsprünge der Welt. Aber, oh, noch ein Hit. Komm. Der müsste doch fast down sein, oder nicht? Junge, dieser dieses Hinterherspringen einfach damit. Das ist ja mal so intens. Zack, noch ein Hit. Ich glaube, zwei Hits noch oder so und dann ist er down. Ich weiß es nicht genau. Junge, hör auf wegzurennen. Vor allem sind irgendwelche anderen Leute noch hinter mir. Ich glaube, ich wäre gerade noch von wem anders gechased. Ich weiß es nicht genau. Oh, ich bleib die ganze Zeit hängen hier. Das wird nichts, Freunde. Der ist weg. Vielleicht kann ich hier durch die Mitte ein bisschen abkürzen, weil er springt ja die ganze Zeit im Kreis. Zack, dann kann ich nämlich hier drauf gehen. Und, jawohl, jetzt bin ich wieder bei ihm, Freunde. Ich habe ihn outsmartet. Und, komm schon, der ist fast down. Er ist einfach runtergesprungen. Er rennt die ganze Zeit weg und springt dann einfach selber runter. Alles klar. Komm schon, das wird meine Runde jetzt. Ich würde ganz gern, wie gesagt, einmal damit gewinnen, dass ich... Oh, guck mal, der kämpft auch ganz normal mit dem Schwert. Ich würde ganz gern einmal nur damit gewinnen. Und der hat aber keinen Helm. Das heißt, den müsste ich eigentlich killen können. Und ich habe ihm ja auch schon viel mehr Hits gegeben jetzt. Aber, jawohl. Komm schon. Oh nein, jetzt rennt er wieder 10 Jahre weg hier. Aber warum springen denn alle runter? Die gönnen mir diese Schwertkills nicht, habe ich das Gefühl. Die springen einfach alle lieber in den Tod, als von mir mit dem Schwert gekillt zu werden. Was ist da denn los? Ist hier ein heftiger Bogen bei? Punch 1. Über... Oh mein Gott, überall nur Punch 1 drauf. So, der will mich auf jeden Fall runter. Er brennt schon mal. Oh, da ist noch jemand. Ich würde ganz gerne kurz wegrennen. Und, warte mal. Zack. Ja, komm, wenn er jetzt eh zu mir kommt und brennt und hier in der Mitte mich runterkicken will, hier wird das ja nichts. Weil, wo will er mich hier bitte runterkicken? Ich würde ihn ganz gerne halt erstmal killen. Jetzt ist der Slime davor gesprungen. Egal, ich lasse die beiden fighten. Ess erstmal ein Steak. Zack, dann packen wir die Schneebälle wieder hier hin. Sind das normale? Ach, man hat auch normale Schneebälle hier, oder was? Heftig. So, ich würde ganz gerne mich jetzt noch normalen... Der killt mich. Zack, geh erstmal an die andere Seite hier, so. Und dann, bam, machen wir jetzt so einen Bowfight, aber er trifft mich und ich ihn nicht. Nein, ich glaube, ich habe verloren jetzt, Freunde. Nein. Geh weg, ich muss regenerieren. Zack, Hit, dann, bam. Nein, er hat mich schon wieder getroffen. Komm schon, zack, ich kann einfach nur so random springen und dann versuchen ihn. Oh mein Gott, bam, der will, jawohl. Ich glaube, jetzt habe ich sogar eine Chance gegen ihn, weil der hat jetzt ein paar Knockback-Items benutzt, um mich zu hitten. Er hat aber einen Goldapfel. Komm schon, der hat nur noch 10 Herzen. Ah, ich kann ihn nicht vernünftig springen. Nein! Leute, intenser Fight hier auf jeden Fall. Bam, noch ein Free-Hit auf ihn auf jeden Fall. Dann zack. Oh, schade, es wäre so cool gewesen, hätte der Bogen getroffen. Zack. Junge, diesen Bogen spannen und dann Doppelsprung machen, ist ja so lustig. Hä, irgendwie schießt er dann aber nie, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt aber schon. Toll, jetzt ist er da oben irgendwo. Der isst halt jetzt gleich wieder einen Goldapfel, ist das Problem. Ich glaube, man fliegt auch nicht ganz so weit, wenn man einen Bogen nutzt dabei. Nicht wegkommen und nicht wegkommen. Ein Herz! Oh mein Gott, ich habe mit 2 Herzen oder 1,5 Herzen überlebt. Noch ein Hit und ich wäre gestorben. Wir haben es geschafft, Freunde. Ah, das war sogar der Pikachu-Fu. Wir haben jetzt... Alter, der Slime hittet mich von hinten. Was ist los bei dem? Wir haben es jetzt geschafft, eine Runde mit den Knockback-Items zu gewinnen und eine Runde komplett ohne diese heftigen Knockback-Items. Deswegen habe ich eigentlich alles geschafft in meinem Leben, ja. Ich habe alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Jetzt kann ich ganz entspannt wieder normal Skywars spielen. Beziehungsweise auch nicht normal, weil jetzt werde ich die Knockback-Items wieder nutzen. Komm schon, Runde. Starte. Let's go. Und ich hätte ganz gerne Knockback 10 direkt, das wäre super nett. Wo ist denn die zweite Kiste hier? Hallo? Geht's hier runter? Ah, okay. Leider habe ich noch kein heftiges Knockback-Item jetzt, Freunde. Vielleicht hier in der Mitte. Zack, zack. Knockback 10. Okay, Knockback 10 und ganz viele Enderperlen, das gefällt mir. Dann würde ich sagen, moin, was geht? Da fliegt beide mal runter. Den ersten haben wir vielleicht jetzt, wenn ich Glück habe. Der kann sich dann nicht mehr saven, oder? Ist ja da... Oh mein Gott, chill. Wo ist meine Enderperle? Die wollte ich eigentlich auf dem Slot haben. So, hier ist natürlich wieder schwierig, Leute runterzukicken. Hier ist, glaube ich, echt fast schon besser, das Schwert einfach zu nutzen. Aber ich will jetzt irgendwie wieder die heftigen Knockback-Items einfach nutzen. Guck mal, der Bug da rum, den haben wir schon mal... Nein,
Nein. Ich habe den auf jeden Fall schon mal mit meinem Slimeball gekillt, weil er so viel Schaden gemacht hat einfach. Beziehungsweise, weil der fast down war. Okay, ganz kurz ein Steak essen. Und erstmal chillen, Freunde. Ich will jetzt nicht sterben hier. Ist hier irgendwo ein Goldapfel? Vorhin hatte ja jemand 8 Goldäpfel. Das war heftig. Ich renne einfach mal ein bisschen weg und chill hier. Ist hier noch was drin? Nee, schade. Okay, ich bin aber zu ungeduldig. Ich gehe jetzt mal wieder in die Mitte, auch wenn ich noch nicht voll regeneriert bin. Ich glaube aber eigentlich, ja, wenn ich mich jetzt nicht blöd anstelle und von einem Schwert gekillt werde, dann müsste ich ja eigentlich die Runde gewinnen. Weil runterkicken kann mich doch keiner, oder? Der ist auch down, glaube ich. Runterkicken sollte mich eigentlich keiner können. Ich habe 5 Enderperlen und 2 von diesen Slime-Launchern. Also habe ich von daher eigentlich echt gute Chancen. Der will mich mit dem Schwert killen. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich muss ihn am besten... In der Mitte, Leute, runterzukicken ist halt schwierig, ne? Jetzt rennt er da die ganze Zeit auch weg. Komm, die beiden fighten jetzt mit dem Schwert auch, oder nicht? Da. Ich kick euch mal beide ein bisschen auseinander. Ich hätte die weiter fighten lassen sollen, dann wäre auf jeden Fall einer gestorben. Irgendwie hat er keinen Knockback bekommen, kann das sein? Der, ja, er schwebt einfach. Alles klar. Der ist auch jetzt gestorben. Ich weiß nicht, was da genau los war. Wäre cool, wenn ich ihn hier runterkicken könnte. Das ist auch der letzte Spieler, sehe ich gerade. Zack und zack. Komm schon, flieg runter. Er ist einfach schon down, als ob... Bam, Junge, Enderperle, yeah, und Slime Launcher, bam, 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 Enderperle, ich musste die einfach alle gar nicht nutzen, was ist das denn? Es war ja ein easy win direkt hier nochmal, heute ist mein Tag, Freunde, direkt 3 Skywars Wins geholt. Kann man auf jeden Fall machen, sehr, sehr cooler Modus, würde ich sagen. Freunde, danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Ich weiß nicht, ob es nochmal ein Video in nächster Zeit von diesem Modus geben wird, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der bald wieder rausgenommen wird. Ich weiß gar nicht, wie oft die Spielmodi wechseln, falls ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Den Rush-Modus könnte man auch noch testen, aber ich glaube, der ist nicht so cool. Den spielen gerade auch nur 5 Leute. Das hier spielen gerade 66, also hier kriege ich auch nie im Leben eine Runde zusammen. Aber ja, mal sehen, was als nächstes für ein cooler Skywars-Spielmodus kommt. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.